Hallo und herzlich willkommen bei Nadine Hub. Ich bin heute nicht alleine. Nein, ich habe Besuch aus Bayern. Und zwar, mein Freund Alex ist heute da. Der ist extra angereist heute Morgen. Hat mich heute Morgen besucht zu Hause. Wir haben zusammen gegessen. Und jetzt will ich ihm dieses Schmuckstück hier zeigen. Wir sind nämlich im Nice. Wir werden heute auch noch trainieren. Oder jetzt gleich. Aber ich will ihm erstmal das komplette Nice zeigen. Hast du Bock, ne? Auf alle Fälle. Krasses Studio. Gehen wir mal los. Den Raum da drüben, den gibt es erst seit 4 Wochen, 5 Wochen, Michi. Wie lange gibt es den? Seit einem Monat oder so. Die ganzen Pressen, die hier sind, von den ganzen verschiedenen Herstellern. Ja. Flex, Cybex, die alten halt auch, ne? Und die wohl noch richtig gut laufen. Mhm. Jetzt muss ich sagen, jetzt dachte ich, ich trainiere schon in einem krassen Gym. Aber ja, es ist immer noch krass und gut. Aber schon etwas minimalistischer ausgestattet als hier. Und hier vom Panatta. Ja, die Pulldown. Und hier ist ja eigentlich, also das Studio ist eigentlich ein CrossFit-Stützpunkt. Ja, okay, ab hier interessiert es nicht mehr. Das ist jetzt der unwichtige Part. Darf man nicht zu laut sein. Hier ist eigentlich komplett CrossFit. Da drüben sind noch die Power Racks, also wo du dann Kreuzheben, Kniebeugen und so machen kannst. Und da hinten sind aber auch noch ganz alte Maschinen, muss ich dir auch noch zeigen. Also Arme. Aber hier geht es dann abends voll ab, so mit, keine Ahnung, rumhampeln. Ja! Crossfit-Gewichtheben. Ein Crossfit-Teil nach dem anderen. Die finde ich ja so geil. So, ich mag die ja viel, viel mehr wie die normalen Hyper-Extensions-Maschinen. Kennst du die normalen? Da, wo du so drauf liegst. Und da liegst du halt gerade drauf. Für den Booty? Ja. Es gibt Arschgains. Wie sieht das alte Nautilus noch mit Ketten und alles heftig hier? Ja. Dann die doppelte. Ja. Adduktor. So ein Gynäkologenstuhl. Ja, gell. Die ist geil. Also die gibt es abgewandelt. In Victus gibt es hier auch. Von Cybex ist die. Ja, ne? Cybex ist ja, die. Ja, von Cybex. Da merkst du richtig untere Spitze. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Der ist auch cool. Ja. Okay, dass der sogar mit Fade loaded, ein bisschen besser. Oder was sagst du, findest du, wie findest du den Unterschied? Ich mein, also der Unterschied ist ja eigentlich nur, welchen Muskel du treffen willst. So, wenn du beide nachmachst, wenn ich mit beiden mache, ich mache den einzeln. Mhm. Wenn ich mit beiden mache, dann kann ich hintere Schulter, obere Rücken machen. Mhm. Bei dem gehe ich so mehr in den Lat rein. Aber bist du so einer, der lieber beim Rückentraining ist und einzeln trainiert? Ja. Einarmig oder eine Seite? Voll. Außer wenn ich obere Rücken mache. Wenn ich obere Rücken mache, dann komme ich mit einzeln nicht ran. Weil persönlich, ich finde, mir taugt es immer lieber, mit beiden gleichzeitig zu ziehen. Weil dann, ich bilde mir eigentlich, weiß jetzt nicht, so Gedankengänge. Wenn ich nur mit einer Seite ziehe, dann weiß ich nicht, ob ich bei der anderen Seite genau exakt gleich ziehe. Und so kriege ich es ja zum Beispiel mit, wenn es so bilateral läuft, ob ich ja symmetrisch ziehe und gleichmäßig die Seiten belaste und nicht schon 2 Zentimeter vorher aufhöre beispielsweise auf der einen Seite. Ja, stimmt. So. Ich merke auch, also bei mir ist es halt bei den Beinen extrem zum Beispiel. Da mache ich es tatsächlich, wenn ich jetzt an Beinstrecke bin, gucke ich, dass ich immer einzeln mache. Mhm. Und ich merke auch mein linkeres Bein, das ist grundsätzlich ja dünner, dass ich da nicht so viel schaffe wie auf der rechten Seite. Mhm. Da muss ich mich dann noch um 2 Wiederholungen oder so zwingen, dass ich so wieder ins Gleichgewicht komme. Fängst du dann mit der schlechteren Seite oder mit der besseren Seite? Ich fange immer mit der schlechteren Seite an. Dass du die stärkere genau nur so viele Wiederholungen machst, wie bei der schlechten gerade so geht. Ja, kleiner Tipp am Rande.
Ja, cool. Hier ist gleich wieder. Hier auch, ja. Da ist auch wieder zusammen und da ist wieder Singular. Ja, die haben wir, also so, die haben wir auch bei uns im Schimpf. Und ja, die hier auch, die Plate Loader. Den mag ich voll gern. Ja, der erinnert mich so an Alicante. Der mehr als der. Ja. Aber da, okay, das ist einer der wenigen, den mag ich einarmig lieber. Ja. Den mag ich nicht frei. Die einzige Beinmaschine, die sich hierher verirrt hat, die wurde auch nicht mehr weggeräumt. Wahrscheinlich, wenn sie gut dasteht. Die ist geil. So, da gibt es überhaupt gar kein Verhältnis oder gar keinen Spielraum für die Schulter. Also da triffst du wirklich nur vordere Schulter. Mhm. Bei mir zum Beispiel. Für die untere Brust mehr. Butterfly, ja. Und die ist auch geil. Die, also die mache ich, seitdem die da ist, mache ich immer die für die Brust. Ich weiß auch, warum der Chris so weit herfährt, immer zu reden. Chris Baumann fährt jeden Tag, ich glaube, wie lange fährst du? Anderthalb Stunden? Eine gute Stunde, ja. Ah ja, hier ist auch noch ein Beinbeuger sitzend. Drüben sind auch noch mal zwei Beinbeuger sitzend. Da ist er ja, der Chris. Hi Freunde. Ich kenne dich auch noch aus meinem allerersten Studio. Ich habe in so einem Gewichtheberverein angefangen. Da waren auch alles nur fast 90% bestandes Studio aus Schnell. Ich liebe die Schnell Fieber. Die da, die ist so geil. Du weißt halt einfach gar nicht, wie du anfangen sollst. Deswegen ist auch ein Trainingsplan so extrem wichtig. Ja? Also macht nach eurem Trainingsplan. Auch diese riesen Hammer Strange Brust. Ja. Die ist richtig geil. Die geht richtig auf den Arsch, gell? Also da musst du ja quasi die Treppchen hier hochsteigen. Ich sehe es schon. Ja. Willkommen im Beinbereich des Nice Athletic Clubs in Göppingen. Boah, herzlich willkommen. Also ganz ehrlich, wer in dem Studio nicht fähig ist, dicke Beine aufzubauen. Der hat irgendwas falsch gemacht. Der kriegt's nie hin. Nein, zieh dir das mal rein. Also die finde ich ziemlich geil, wobei mir die andere ein bisschen besser gefällt. Und Cybex, die ist da hinten. Ist Squat Press? Ja. Und was bevorzugst jetzt du? Die Hackenschmidt von Preco oder die Hackenschmidt von Cybex? Cybex. Mhm. Die finde ich cool. Die ist eine Squat-Presse. Genau, die mag ich. Und die kannst du halt einfach vollladen, gell? Und was sagst du zu der alten im Vergleich zur neuen Hexquad von Cybex? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich schwöre dir, ich mache immer die alte. So, ich bin da, ich habe da so meinen Stiefel, ja? Und der Stiefel wird halt durchfahren. Ah, und wie findest du die? Da ist nochmal eine. Oh, noch eine. Die kannst du ja umdrehen. Und, nee, die Schwaben. Mhm. Und die Schwaben. Wie findest du die hier? Die nehme ich immer zum Beispiel für vorne. Das Geile ist halt, wenn du unten bist, hast du halt voll den Quad-Fokus, wenn du oben bist, hast du voll den Glut-Fokus. Mhm. Pass auf, sage ich dir gleich was. Vorhin wegen Knieschmerzen. Nein, sag nicht, du hast dich da verletzt. Wer soll ich drehe hier gleich durch? Hat mal gedacht, so, boah, ich gehe mal hier von meiner Pendulum- und Hex-Squad-Training ein bisschen weg, weil ich immer gerne bin, der ist so, ja, komplett tief die volle Bewegung mitnehmen möchte. Nachdem ich mache mal hier nicht mehr ganz so tief, dafür umso schwerer. Das habe ich 5-6 Wochen jetzt am Stück gemacht und jetzt komme ich nicht mehr richtig in die Hocke runter. Nein! Das geht deutlich mehr auf die Kniescheibe und auf die Patellaszene als jede Hex-Squat oder Kniebeuge der Welt. Okay. Aber du kannst ja hier auch deutlich mehr Gewicht bewegen. Ja. Oder 300 ja. Schon. Ja. Apropos Knie, ich habe jetzt bald nächste Woche gehe ich zum Ritsch, ja. Da wird mal in dieses Knie reingeschaut. Der Michi kommt auch mit. Es wird alles gefilmt, dann könnt ihr es da mal miterleben, was da alles passiert. Wahrscheinlich. Ein bisschen Hyaluron und dann läuft das Knie wieder ganz geschmeidig. Der spritzt ins Knie, ne? Ja. Tut es weh? Schau nicht hin. Okay. Also Knie kann ich nicht mitreden, habe ich es noch nicht gehabt, aber in der Schulter. Da kommt er damit so, also da ist er mit so einer langen Nadel hergekommen und dann.
komplett bis ins Gelenk rein. Also wie gesagt, also ich halte ja gar nichts von Spritzen, ja. Also. Okay, jeder Bodybuilder hat irgendwann eine Spritzenphobie. Okay, zurück zum Beinbereich. Die ist noch ziemlich geil. Die 90er. Mhm. Die geht auch brutal auf den Arsch. Und mein absolutes Lieblingsarschgerät ist ganz da vorne. Ah, guck. Also wir... Guck mal meine Lautitus Brustpresse. Der hat drei. Also ich komme in zwei Wochen wieder vorbei und dann machen wir Beine. Ja. Ja. guck mal, da ist eine normale Hip Press. Das ist jetzt ohne Scheiß der beste Beuger, den ich bisher hatte. Ich weiß nicht, von welcher Firma der ist, weil da steht keine Firma drauf. Aber der geht so geschmeidig. Das hast du noch nicht erlebt. Das ist ganz, ganz anders wie der, von dem hier oben. Ab diesem Standpunkt wird er nämlich leichter. Da kommt man immer schön bis zum Arsch. Genau. Und du kannst halt richtig schön einarbeiten. Was ich auch cool finde, das ist etwas, das... Ich glaube, da muss ich gleich mal ein Foto machen. Und fragen, ob die das bestellen. So eine Bank. Die ist der Hammer. Ich finde, von der Logik allein schon her, wenn du hier Brust trainierst, dann muss ja auch Brust in dem Fall der höchste Punkt sein. Ja, und die läuft hier halt ein bisschen, mit der Wirbelsäule, ne? Genau, ein bisschen sich im Hohlkreuz dann hier drüber legt, der komplette Rücken trotzdem fixiert ist. Ja. Erwischt man deutlich besser die Brust. Also wie gesagt, eigentlich, wenn man hier nicht zu Muskeln kommt, dann schafft es nirgendwo. Und für deine Freundin, weil jeder weiß, Bikinis trainieren nur Arsch und Schultern. Die beste Hip Press. Beste. Popo-Maschine, sagst du doch. Hip Press im Sitzen. Setz dich hin. Also gerade die Bewegung, wo du halt für den Gluteus brauchst. Mhm. Und es geht halt null auf unseren Rücken, gell? Booty-Bilder. Ja, wir haben bei uns die Hip Thrust im Liegen von der Marke. Wobei ich sagen muss, Seni hat mir gesagt, sie ist davon nicht so begeistert, da die man nicht so viel Bewegungsfreiheit hat, wie im Vergleich jetzt zu der Nautilus. Aber im Großen und Ganzen geisteskrankes Studio. Das kann man eigentlich, kann man nichts besser machen. Kurzhandeln bis 60. Top. Ich weiß gar nicht, wo die zweite 60er ist. Ah, doch, da oben drüber. Oben. Ja, und die haben Abduktion im Stehen. Was ich persönlich sehr geil finde, weil da kannst du mehr den ganzen Gluteus noch mitbearbeiten. Zum okay, Schluss. Große Entscheidungsfrage jetzt. Welche Übungen machen wir? Das ist eine gute Frage. Also ich würde es cool finden, die eine, die kenne ich nicht. Die hinten, die allererste Rudermaschine. Welche? Die große, die Cybex, die ganz altmodische. Ja, die machen. Die wo einbauen. Ja. Dann finde ich immer, also bei mir ist immer das Training eigentlich grundsätzlich ziemlich gleich aufgebaut. Breit, tief, naja, oder? Ich habe eine Latzugübung von oben mehr. Mhm. Eine Hyro-Übung, wo du, sag ich mal, ja, nicht ganz von oben, sondern hier so Mischung. Und eine Ruderübung. Also die drei Übungsvarianten sind immer drin. Und meistens auch beim Latzug habe ich etwas, wo ich einmal etwas breiter greife und einmal etwas enger greife. Okay. Und das kann man aber auch variieren, indem wir jetzt in verschiedenen Maschinen machen. Also, welche Latzugübung würdest du empfehlen? Oder willst du mir zeigen, was nicht so typisch ist? Weil ich sehe jetzt gerade da hinten ist eine, gell? Die ist geil. Die ist gut? Die machen wir gut. Oder eben da vorne habe ich noch eine gesehen. Also ich würde auch sagen, wir gehen heute nur auf Maschinen. Mhm. Ja, wenn man schon mal so coole Studien hat, nichts gegen freie Gewichte, frei ist immer gut, wenn man trainiert. Ja. Aber man muss es nicht unbedingt, wenn man so eine Auswahl an Maschinen hat. Der Vorteil ist, man kann schwerer trainieren, ohne sich dabei zu verletzen. Nee, dann machen wir, ich habe keine Ahnung, wie findest du die da von Panatta? Die habe ich auch noch nicht probiert. Ja, das ist eine Hyro. Wie findest du die von Hyros? Würdest du die machen ich eher die oder die andere machen? Die von Nautilus? Ja. Dann nehmen wir die von Nautilus einmal. Also wir nehmen jetzt die für oben, wir fangen so an, dann Nautilus, dann gehen wir rudern, oder? Mhm. Und dann machen wir noch eine Abschlussübung, irgendeine coole. Schnell. Ja, das andere Rudern. Ja. Ja, muss so. Man passt eigentlich. Okay. Wir haben jetzt besprochen, was wir jetzt gleich trainieren werden. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich glaube, das Studio kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jeder, der hier einmal trainiert hat, der wird hier auch ein zweites, drittes, viertes Mal wiederkommen. Wenn nicht sogar herziehen. Alex, du weißt, die Türen stehen bei mir immer offen.
Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, kommentiert gerne. Unterstützen könnt ihr mich mit Nadine 10 bei Big Zone und dich bei Peak. In dem Fall einfach nur Alex, damit gibt es so den maximalen Rabatt. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.